Eine Zwischenfrage für jüngere Menschen. Sie sagten am Anfang DP, Displaced Persons. Richtig, Displaced Persons. Also Menschen, vielleicht in einem Satz definieren? Menschen, die einerseits vielleicht als Kriegsgefangene oder als Zwangsarbeiter auf das Gebiet des Deutschen Reiches gelangt waren. Andererseits gab es darunter auch Personen, die freiwillig mit der deutschen Wehrmacht zurückgeflutet waren Richtung Westen, weil sie Angst hatten vor dem stalinschen Regime. Wir wissen ja, dass Stalin viele Millionen Menschen umbringen ließ unter eben fadenscheinigen Vorwänden, nur um seine Macht zu sichern. Diese Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion vornehmlich stammten, aber auch aus Polen, aus den baltischen Ländern, aus Jugoslawien, die sollten nach dem Zweiten Weltkrieg repatriiert werden, was dann auch in vielen Fällen geschah. Diejenigen, die allerdings in Deutschland verblieben, die mussten dann verschiedene DP-Lager, also Lager für Personen, die ihre Heimat verloren hatten und dorthin nicht zurückkehren konnten oder wollten, aus welchem Grund auch immer, dann diese DP-Lager durchlaufen, bevor sie, wie zum Beispiel meine Eltern, dann 1952 in eine Wohnung ziehen konnten. Diese Wohnung befand sich gegenüber dem DP-Lager in der Pionierkaserne in Rosenheim an der Westerndorfer Straße 41. Dort, an diesem Ort, war eine kleine Siedlung für sogenannte DPs gebaut worden. Das heißt, meine Eltern waren ständig umgeben von Landsleuten auf ihrem Weg, dann ab 1945 endgültig durch diese verschiedenen DP-Lager bis nach Rosenheim und dann wieder 1955 in die Siedlung Ludwigsfeld, das sogar als kleines russisches Dorf bezeichnet wurde, obwohl die Russen dort gar nicht in der Mehrheit waren, sondern tatsächlich die Ukrainer. Aber die Siedlung Ludwigsfeld stellte was ganz Besonderes dar. Und zwar waren dort ungefähr 30 Nationalitäten vertreten in dieser Siedlung. Und alle großen Weltreligionen. Bis heute finden wir in der Siedlung Ludwigsfeld Gebetsstätten der Christen, angefangen mit der russisch-orthodoxen Michaelskirche, der ukrainisch-orthodoxen Peter- und Paul-Kirche. Dann haben wir eine römisch-katholische Kirche dort angesiedelt und eine ehemalige evangelische Kirche, die jetzt die georgisch-orthodoxe Gemeinde von ganz Bayern beheimatet. Außerdem befindet sich in einer Privatwohnung in der Rubinstraße ein buddhistischer Tempel, der 1983 auch vom Dalai Lama besucht wurde. Diese vielen verschiedenen Gebetsstätten zeigen noch diese kulturelle, religiöse, ethnische Vielfalt, auf die die Geschichte der Siedlung Ludwigsfeld beruht, in der ich aufgewachsen bin. Und Ludwigsfeld liegt Ludwigsfeld liegt, sprich die Siedlung Ludwigsfeld in dem Fall, liegt im Norden der Stadt München, und zwar
östlich der Dachauer Straße, südlich des Würmkanals und gleich nördlich anschließend befindet sich Karlsfeld. Allerdings hat die Siedlung Ludwigsfeld eine schreckliche Vorgeschichte. Und zwar befand sich am Ort dieser Siedlung das Außenlager, das KZ-Außenlager Allach. Als ersten Namen finden wir Lager für Russen, der BMW gehörig. Die BMW baute dort nämlich zusammen mit der SS, und das kann man Unterlagen entnehmen, die ich im Stadtarchiv München gefunden hatte, ein KZ für die Zwangsarbeiter, die im BMW-Werk Allach tätig sein sollten. Dieses Konzentrationslager bestand ab Anfang 1943 bis zum 30. April 1945, als es von amerikanischen Truppen befreit wurde. Danach verblieben dort noch Häftlinge, die befreit worden waren, weil eine Epidemie herrschte einerseits, eine Choleraepidemie einerseits, und andererseits ja nicht alle gleichzeitig nach Hause zurückgeführt werden konnten. Nachdem das Lager dann aufgelöst war, wurden im September 1945 im westlichen Teil die Barackenblöcke, wie sie auch zum Beispiel in Auschwitz vorhanden waren, abgerissen. Diese Blöcke waren sogenannte Pferdestallbaracken. Im östlichen Teil des Lagers, das auch den Namen OT-Lager Karlsfeld trug, waren zuerst deutsche Kriegsgefangene interniert. Dann wurde es zu einem Materialdepot der Amerikaner und später von den Deutschen übernommen, die auch Reste sozusagen der Ausrüstung deutscher und amerikanischer Truppen in diesen Baracken unterbrachten. Ab Ende 1950 kamen in den noch bestehenden Baracken deutsche Vertriebene und Flüchtlinge unter, die aus den Kasernen weichen mussten, weil dort die Amerikaner dann untergebracht wurden. 1951 bis 1952 bestand dort auch das Bundesauswandererlager München-Karlsfeld. Wiederum eine nicht ganz korrekte Benennung, denn Karlsfeld befindet sich nicht dort, sondern eben nördlich von München. Nachdem das Bundesauswandererlager geschlossen wurde, wurde dort die Notunterkunft Ost untergebracht, und diese wurde von deutschen Flüchtlingen oder Vertriebenen dann auch aus Osteuropa beziehungsweise von Flüchtlingen aus der DDR dann besiedelt. Diese Baracken wurden allerdings 1969 endgültig geschlossen. Die Siedlung Ludwigsfeld entstand dann im westlichen Teil dieses ehemaligen KZ-Außenlagers 1952. Und ab Ende 1952 bezogen ca. 3000 Menschen, die aus verschiedenen DP-Lagern, vornehmlich aus dem DP-Lager Schleißheim und aus dem DP-Lager Feldafing kamen, die Siedlung. Und so entstand dort ein einzigartiges Biotop, wenn man das so ausdrücken mag, von eben verschiedenen Nationalitäten, verschiedene Religionen, wie ich das schon einmal erklärt habe. Multikulti. Multikulti. Das war der erste Multikulti-Ort
oder erste Siedlung in München. Das ist korrekt.